das ist keine neue Talentshow. Und wir sind auch nicht in Südamerika beim Rodeo. Wir sind mitten in Schwedt beim ersten Straßenfest der WOBAG. Hier in der kleinen Fabrikstraße hat die Genossenschaft ihr Sommerfest organisiert. Und das aus gutem Grund. Genossenschaftstag, strahlender Sommer 2016, auch wenn das Sommerwetter heute nicht so strahlt. Traditionell haben wir dieses Jahr ein Straßenfest organisiert, anlässlich der Fertigstellung der Auguststraße 3 bis 7a, die ja 2015 saniert wurde. Und es ist natürlich hier vor Ort ein Dankeschönfest für die Leute und Nutzer und eine offene Veranstaltung für alle Genossenschaftsmitglieder und Bürger der Stadt Schwedt. Gut besucht, viele fröhliche Menschen, viele fröhliche Gesichter. Wir freuen uns, dass doch viele der Einladung der Genossenschaft folgen und mit uns einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend verbringen. Nicht nur schön bunt und modern ist das Haus geworden. Am meisten werden sich die Bewohner jedoch über die neu angebauten Fahrstühle freuen. Die WOBAG reagiert damit auf den demografischen Wandel unserer Stadt. Viele Schwedte folgten der Einladung und gingen auf Erkundungstour durch das Straßenfest. Es gab ja auch einiges zu entdecken. Guck mal, wie Gott kommt! Aber auch echte Attraktionen konnte man bewundern, wie beispielsweise diese junge Frau mit ihren Seifenblasen. Im Takt der Musik und mit verschiedenen Formen zog sie jung und alt in ihren Bann. Man musste einfach stehen bleiben und ihr ein Weilchen zusehen. Als Aussteller haben sich natürlich auch unsere Kooperationspartner und Vereine der Stadt, die wir unterstützen, präsentiert. Hier sind zu nennen der FC Schwedt 02, der mit dem Torwandschießen vor Ort war. Es sind zu nennen der TSV Blau-Weiß Schwedt mit seinen Gewichthebern, die wir seit vielen Jahren unterstützen und die einfach ihre sportlichen Möglichkeiten auch präsentiert haben dem Publikum. Es ist zu nennen das Mehrgenerationenhaus, das einfach sich auch präsentieren konnte, zeigen konnte, dass es mit Kindern bastelt, dass man dort einfach die Möglichkeit hat, eine schöne Zeit zu verbringen. Es ist zu nennen der Kids Club, der mit den Megabausteinen vor Ort war, mit denen die Kinder einfach bauen konnten. Der Kids Club ist das Azubi-Projekt der WOBAG. Unsere Auszubildenden bieten da einfach allen Kindern der Genossenschaft die Möglichkeit, zu Veranstaltungen zu kommen, zu basteln oder am Englischspielekreis jeden Freitag im Mehrgenerationenhaus teilzunehmen. Ein Show-Highlight waren die Beastie Boxing Girls vom OBV Schwedt mit ihren insgesamt 3 Tanzeinlagen. Schnell bildeten sich Menschentrauben rund um die Mädels. Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Sänger Dirk Weidner, den einige sicher noch aus den Ups kennen. Dark and dusty, painted on the sky. A misty taste of moonshine, a teardrop in my eyes. Dirk Weidner kam beim Publikum auch gut an. Er hat mit eigenen Liedern, aber natürlich auch mit Evergreens für die gute Stimmung an dem Tag, an dem Abend gesorgt und doch auch einige Gäste zum Mitsingen animiert. Den Organisatoren gut gelöst war, dass zwischen den Show-Acts genügend Angebote und Aussteller für Unterhaltung sorgten. So kam bei keinem der rund 1000 Besucher des Straßenfestes Langeweile auf.
Egal ob Ponyreiten, für die, die sich getraut haben, oder Kinderkarussell auf der anderen Seite der Straße, selbst ein Mitmachzirkus fahndete nach jungen Artisten. Hier noch ein paar Impressionen. Die Kinder hatten ihren Spaß und somit ihre Eltern auch. Am frühen Abend und zum Abschluss eines wirklich gelungenen Straßenfestes dann der Show-Act des Tages. Die Feuer- und Lichtkünstler des Pyro-Teams Berlin. Wobak Schwed bedankt sich bei allen Mitwirkenden am Gelingen dieses Festes und freut sich schon jetzt über ein Wiedersehen beim nächsten Genossenschaftstag im Herbst.